Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und wir sind ins Waisenhaus gegangen, um die lieben Kinder der lieben Frau da zu retten. Orianna heißt sie. Ja, und jetzt sollen wir einen Typ töten. Und dann wird uns geholfen, den Unsichtbaren zu finden, um Detlef aufzuhalten, die Stadt zu zerstören. Gut, der Junge ist auf jeden Fall erstmal verletzt. Der Junge ist verletzt. Seine Wunden müssen versorgt werden. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Sicher? Ich habe viel Übung darin und brauche nur ein paar Minuten. Geh! Okay. Gut. Mal sehen, ob ich eine Spur finde. Wunderbar. Nur zu. An die Arbeit. Das klingt auch ein bisschen falsch, dass er Übung darin hat, verletzte kleine Jungen zu retten. Komm, Kleine. Ich sing dir was vor. Wölfe schlafen tief im Wald. Durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Doch nur eine Seele liegt ganz wach. Hat noch an Hexen und Geister gedacht. Sie hätte jetzt ruhig weitersehen können. Ich fand das jetzt nicht unschön. Da habe ich so einen Ohrwurm davon irgendwie super toll gemacht. Soll ich für diese Tasche jetzt wieder loswerden? Warum ist das eigentlich Tasche? Gut. So, wir sind ein bisschen behaart. Haben wir eigentlich so ein Messer dabei? Gabel? Okay. Ich frage mich, ob wir uns selber rasieren können, wenn wir so ein Rasiermesser dabei hätten. Champion von Tesha Mutner. Ach, Tesha Mutner hieß das, okay. Schöpfkelle, Pergament, Plunder. Korkenzieher. Ey, wir haben echt wirklich allen Scheiß dabei, aber ich sehe hier kein Rasiermesser. Wie heißt dieses aufklappbare Teil nochmal, womit man sich rasieren kann? Wieder vergessen, wie das heißt. Von diesen Barbierleuten da. Enke. Das würde mich mal interessieren, ob man sich damit selber rasieren könnte. Ey, mir fällt gerade nicht ein, wie dieses Messer heißt. Es hat doch einen bestimmten Namen, oder? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Aber hey, gut. Warum nicht? So. Ich möchte jetzt mehr Schaden machen. Schneller Angriff. Haben jetzt auch einen Bluteneffekt, durch den Gegner 25 Vitalitäts- oder Essenzpunkte pro Sekunde verlieren. Das ist natürlich sehr geil. So, Kriegstrance. Was haben wir denn hier? Bei Eintritt in einem Kampf wird sofort ein Adrenalinpunkt hinzugefügt. Erhöht das bei Schwertschlägen freigesetzte Adrenalin. Ja, eigentlich nicht schlecht, ne? Haben wir diesen Wirbelschlag überhaupt hier drin? Ja, haben wir. So, was hatten wir jetzt hier alles drin? Armbrust. Haben wir ja schon die größten drin, ne? Ja, sieht so aus. Gut. Kann ich jetzt mal saven? Ja, kann ich. Super. Ja, Geralt, wir müssen uns echt mal... Oh, tote Kinder. Ja, das müssen wir mal uns angucken. Gegen die Wand geschleudert. Schädelbruch. War sofort tot. Ach, du das Scheiße. Biest hat die Kinder getötet, aber nicht gefressen. Wurde es verscheucht? Oder abgelenkt? Ging es jetzt weiter oder von vorne? Blutflecken. Trocken. Sie
er steht da, Blutflecken, trocken. Während sie das Kind in der Hand hält. Ist das super. Sehr einfühlsam, Geralt. Bauchwand an drei Stellen aufgeschlitzt. Organe und Arterien verletzt. Ach, super. Wir sollen sogar die Kinder hier uns alle angucken. Vogelfeder, Färbemittel. Sag mal, ist Färbemittel irgendwie neu? Ich meine, wir haben das ja jetzt erst entdeckt, oder? Hier, wir können hier schon mal hoch. Also das sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als ob das ein Vermögen gekostet hat hier. Aber cool, dass hier oben auch solche Betten sind und so. Aber sonst gab es hier oben nichts mehr, ne? Nein! Da war doch noch was, Geralt. Da müssen wir nochmal hoch. Oder ist das außen? Nee, ne? Doch, ich glaube, wir müssen uns das von außen angucken. Ja, sieht so aus. Klauenspuren. Scharfe, krumme Klauen. Das Monster hatte keine Probleme, aufs Dach zu klettern. Ja, wir müssen auf jeden Fall das Vampiröl auftragen. Hals und Schultern. Das Monster hat von oben angegriffen. Ist wohl vom Dach gesprungen. Oh je. Pfotenspuren. Zweibeiniges Monster. Läuft gebeugt. Das Blut ist sogar noch feucht. Ich habe das Gefühl, wir treffen das Viech gleich. Glatte Wundränder. Die Klauen gingen wie durch Butter. Junge, dünne Knochen bieten kaum Widerstand. Das ist hart, ey. Tränenauge. Ja, wir können hier noch was looten. Aorta zerschlitzt. Daneben Bissspuren. Aber alt und vernarrt. Schön, dass Geralt sich da auskennt. Ja, springen. Noch mehr Spuren. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Kartoffelbovist. Ach, hier liegt noch ein Kind. Kehle aufgerissen. Kehlkopf zerschmettert. Okay. Ach, hier ist auch noch was. Es ist kein Blut. Ich muss nachforschen. Riech an dem grünen Schleim, Alter. Er ist auf jeden Fall über Schleim. Die Kartoffelbovist. Vielleicht Gift? Das verkürzt die Liste der Verdächtigen. Giftdrüsen, lange Klauen, Blutsauger. Es muss ein Garkin sein. Ein Alpha-Exemplar. Ein Garkin tötet zum Vergnügen. Die Kinder haben ihm nur Appetit gemacht. Gewiss hat er auch die Betreuer verfolgt. Okay. Schauen wir doch mal nach, was ein Garkin ist. Nee. Geister.
Todesfeen. Das ist ja mal geil. Heulen und kreischen. Und wer sie hört, der weiß, dass er in der nächsten Nacht zu den Toten gehören wird. Wert ist auch gut. Wird. Mikrophagen. Moderhäute, Neblinge, Wichte, Vampire, Mondstaub, Samum, Vampiröl, schwarzes Bluttrank. Wenn ein Vampir einen Hexer beauftragt, einen anderen Vampir zu töten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beide nicht sämtliche Tassen im Schrank haben. Das ist gut. Flatterer Garkins. Okay. Wir könnten ja mal so eine Bombe probieren, oder? Mondstaubbombe und Vampiröl. So. Inventar. Ja gut, beim Wein brauchen wir nicht gucken. Gut. Und wo haben wir denn die Bombe hier? Verbessener tanzender Stern. Okay, wir müssen das Samum nehmen. Bomben. Ach, Mondstaub. Haben wir ausgerüstet. Mensch. So. Und wir haben hier so ein schwarzes Blut. Hexerblut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verwunden. Okay. Halt, das nehmen wir mal statt dem Waldkauz rein. Donner, dies, das. So, das ist ja Essen, ne? Haben wir hier noch das Essen drin? Aber der fügt da ja automatisch alles weitere rein, oder? Ich denke schon. Okay. Dann speichern wir noch einmal. Ich bin so ein Mensch, ich speichere gerne. Das ist bestimmt noch niemandem aufgefallen. Gehen wir hier lang. Hier laufen die Spuren vom Garkin und vom Wagen zusammen. Ob das Vieh sie eingeholt hat? Plätze! Was ist das für ein Typ, der da läuft? Los, lauf! Der läuft hier ganz entspannt lang und das Dorf wird zerstört. Ist von der Straße abgekommen. Die Pferde müssen durchgegangen sein. Okay. Das sieht sehr vertrauenserweckend aus hier. Der Garkin hat sie eingeholt. Hier endet die Spur. Ich muss mich umsehen. Die Wunden sind schwer. Wenigstens hat es nicht lange gelitten. Ist ja schon mal nett gedacht. Er hat sie zerrissen und dann ihr Blut getrunken, bis zum letzten Tropfen. Der Garkin hat sich hier vollgefressen. Vermutlich ruht er sich in der Nähe aus und verdaut. Aha. Sehr tolle Idee. Oh je, jetzt geht's los. Ich hatte das Schwert aber schon gezogen, als ich hergekommen bin. Und meins hat orange geleuchtet. Warte mal. Ach, da oben ist er. Der Alpha-Garkin.
Ich häng mir deinen Kopf an den Sattel, du Bastard. Leitwolf. Geralt, sag mal, greif doch an. Jetzt aber nicht schwer. Erstmal alles aufnehmen. Dass die das nicht zeigen, ne? Das verstehe ich nicht. Brief von Orianna. Lesen. Anu, es ist mir einerlei, ob Steckrüben das Billigste sind. Sie machen das Blut dünn und bitter. Ich habe dir schon so oft gesagt, Geld spielt keine Rolle. Benimm dich entsprechend, sonst muss ich annehmen, dass du Geld abzweigst und in deine eigene Tasche steckst. Meine Kinder werden gut und reichlich essen. Sorge dafür, dass sie nach jeder Mahlzeit einen Nachtisch bekommen. Ich habe dir die ganzen Süßigkeiten ja nicht umsonst mitgebracht. Und eins noch, wenn ich je wieder Spuren von Prügel an den Kindern entdecke, bekommst du Schwierigkeiten, ernste Schwierigkeiten. Oh, cool. Aber ich finde interessant, also diese Orianna ist ja auch eine Vampirin, wie wir ja festgestellt haben. Diese Kinder. Orianna hat sie als Viehbestand gehalten. Verdammt. Hey! Aber sie war nett zu den Kindern, das muss man ihr jetzt lassen. Also mir war schon klar, dass Orianna dieses Blut von den Kindern trinken wird. Hier muss ich lang. Wahrscheinlich ist das Kind jetzt auch schon weg. Also getrunken. Aber immerhin hatten sie ein schönes Leben. In der Gosse werden sie wahrscheinlich elendlich verkommen. Also ob sie dann durch einen Vampir besterben, weil der Vampir sie leer trinkt und sie vorher ein schönes Leben hatten. Langsam, langsam. Jetzt werden wir bestimmt Dinge sehen, die wir nicht sehen wollen. Ich wusste es. Orianna? Lass ihn los. Sofort. Ich dachte, du würdest länger brauchen. Richtig. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich muss mich noch um eines kümmern. Dich. Oh, Geralt, du Idiot. Das Waisenhaus ist also dein Weinkeller, ja? Dein Blutschrank? Na. Ich habe nie behauptet, dass ich den Kindern aus reiner Herzensgüte helfe, wie du freundlicherweise zur Kenntnis nehmen könntest. Geh raus, kleiner Mann, und mach die Tür hinter dir zu. Nein! Tu ihr nichts! Tante Orianna hat sich um uns gekümmert. Sie hat uns von der Straße geholt, uns Bonbons gebracht und was vorgesungen. Lass sie in Ruhe! Siehst du, Hexer? Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie hat zahllose Schattierungen. Es stimmt, dass ich von den Kindern trinke, aber ich bringe sie nicht um. Und ich habe ihnen viel zurückgegeben. Ich finde es gar nicht so mega scheiße, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es für die Kinder dann freiwillig ist, ob die da Blut lassen dürfen. Oder wenn die dann sagen, heute nicht, dass sie dann... Ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gut, ja. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Wir schauen uns dann an, wie es im nächsten Part weitergeht. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.